Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 4 Viturias Live und inzwischen jetzt auch Libby's Live. Libby in der neuen Folge dazugekommen. Habe ich ja gesagt, dass wir für Libby jetzt irgendwie erstmal alles herrichten müssen. Dementsprechend baue ich hier einmal kurz das Ding so ein Stückchen hier rüber. Mit Libby ist natürlich so eine Sache, ne? Libby ist noch ein Welpe, das heißt, wir müssen Libby eigentlich auch noch erziehen. So, das heißt, das Ding kommt jetzt hier perfekt rüber. Ja, das ist so richtig gut. Ja. Und dann machen wir hier wirklich so Libby's Ecke. Oder vielleicht machen wir das... Nee, das ist zu weit außerhalb des Tagesgeschäfts. Libby ist ein Welpe, braucht Aufmerksamkeit. Das heißt, wir richten jetzt hier alles so her. So, das heißt, jetzt kann ich ja bestimmt vielleicht auch für Tiere sortieren. Apparat, Lagerung, Tiere. Tiere. Ganz wichtig, erstmal so einen schönen Futternapf. Programmgesteuerter Futternapf. Tierbett von Schnarch. Okay. Katzenklo. Katzenklo, Katzenklo, Katzenlokus, Katzentoilette. Das Bett des Barbaren. So, ich finde das aber ganz interessant hier mit dem programmgesteuerten Futternapf. Das Füttern deiner allerbesten Freunde, also deine Haustiere, war nie einfacher. Du brauchst den Napf einfach nur aufzustellen und fertig. Deine Haustiere sollten allerdings besser nicht zu verfressen sein, sonst könnten unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. Ja, ich glaube, dann hole ich mal so ein Ding mal hier. Ja, scheiße, wo packe ich das hin? Normal hat man sowas ja meistens immer in der Küche stehen, ne? Ich habe keinen Platz mehr in der Küche. Scheiße, im Schlafzimmer vielleicht noch Platz. Ich kann den Stuhl auch verkaufen, den einen. So, das ist dann aber schon mal der Futternapf. Dann haben wir hier Tierspielzeug. Ne, warte mal, wir brauchen noch so ein Bettchen. Tierbett von Schnarch und weg. Dein Haustier hat es verdient, bei Nacht gut zu schlafen, oder Mittag, oder Nachmittags, oder zu jeder Zeit, wenn du es also mit verscheuchen willst, kauf mir ein Tierbett von Schnarch und weg. Das Bett des Barbaren. Das ist das Beste im Leben, sich in den Gegner heranzuschleichen, ihn zu packen und auf ihm zu schlafen. Geil. Tierschlafstation. Ich muss aber sagen, im Grunde... Das Ding ist ganz schön riesig, ne? Das wird den Stuhl eher da hinten so in die Ecke reinpassen. Ich kann natürlich auch so ein kleines nehmen, ne? Wenn das bloß nicht so hässlich aussehen würde. Das ist doch perfekt. Nee, ich finde das ganz schön kitschig. Ist das? Naja. Das ist bestimmt auch, jetzt ist es auch wieder so eine Anlehnung an Steak, aber na gut, ich nehme das einfach erstmal. Ich hoffe, der Hund kann da drauf schlafen. So, was haben wir denn hier sonst noch? Spielzeug. So. Was haben wir hier? Tiermöbel. Katzenbaum. Ich meine, Katzenbaum brauchen wir nicht. Katzenbaum, Katzenbaum, Katzenbaum. Hamsterli. Kann man auch Hamster haben? Igelchen? Ratti? Bubalu? Was ist denn Bubalu? Plüsch-Bubalu. Gentechnisch vernahmen sie den Körper eines Nilfells als Grundlage, fügen die Farbe und Spiralform einer violetten Meeresschnecke hinzu und verhexen sie mit dem Werk. Größe im Gemüt eines Hamsters, woraus ein Zwerg-Bubalu hervorging. Jetzt kannst du auch einen. Okay. Das ist halt irgendwie so eine komische Kreation. Das ist dann halt wahrscheinlich ein Hamster, ein Igel, eine Ratte. Okay. Aber so direkt Spielzeug oder ein Möbel für einen Hund ist es ja hier nicht mit dabei, ne? So, dann Verschiedenes. Klapperschlabbis von Wuffknuff. Gibt ganz viele tolle Sachen für Haustiere.
Das sind aber, glaube ich, auch noch ganz viele Sachen, die für die Tierklinik so wichtig sind, ne? Also ein Untersuchungstisch oder sowas brauche ich ja nicht. Oder Chirurgiestation, oder what the hell? Ja. Ich glaube, das Einzige, was ich noch so wirklich brauche, ist Spielzeug, ne? Sowas ist ja eher für draußen. Tolle Schätze auf dein Haustier. Halt sind dort ein Gummiball und ein mysteriöses Quietschspielzeug und du kannst das lange weiter mit einem Tier, weil es dein Tier dich anfleht. Nein, dann bitte keine Spielsachen mehr. Okay. Das wäre doch auch interessant. Das stelle ich dann mal hier so zack dahin. Katzenangel brauche ich ja nicht. Wow. Ich glaube, ich hätte eher sowas nehmen sollen. Warte mal, verkauf das hier nochmal. Wurfkiste. Voller Stolz präsentiert die Wurfkiste wunderschöne Spielsachen, mit denen sich sein hyperaktiver Welpe so richtig austoben kann. Die Maukiste enthält eine kuratierte Sammlung niedlicher Kuriositäten, um die eigene Katze zu bestehen. Egal für... Ne? Okay. Diese Spielzeugkiste sollte in jedem tierfreundlichen Haushalt immer in Pfotenweite stehen. Eine stabile und beständige Truhe steckt voller bunter Überraschung. Vielleicht sowas hier? Ich finde das hier voll süß. So vom Design her. Das können wir dann noch so ein bisschen wie Libby aussehen lassen. So hier. Ich mach das einfach mal. So. Schlafplatz. Futter, Spielzeug. Was könnte unser Welpe denn noch bauen? Ich probiere es erstmal aus. Vielleicht merke ich ja schnell, was ich dann vergessen habe. Weil für Hundetoilette gibt es ja eigentlich nicht, ne? So. Was haben wir noch außer Tierpflege? Hochheben. Das läuft ja wieder im Internet. Ein Schnüffler. Er schnüffelt ganz viel. Ist das nicht toll? Ich mag Haustiere. Skabada! Skaba! Oh, are you ya? Setz Libby da mal ab. Es ist das die Frage, Casting bestanden. Ich kann das ja erstmal füllen. Ich weiß nicht, wie wieder der Zeitplan ist. Garbafa! With toy! 6 Stunden ist standardmäßig, ne? Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Was stand da gerade? Wie die meisten Tiere kann auch Libby auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Behalte den pelzigen Freund im Auge, um ihre individuellen Interessen kennenzulernen. Auf jeden Fall hat er schon mal seinen Platz gefunden. Ich bin begeistert. So, und wir beide knutschen hier wieder draußen rum? Nee, sie spielt ein Lied für mich. Die Valkyria, das ist doch schön. Irgendwie weiß ich nicht, warum die Valkyrie immer draußen Gitarre spielen muss. So, was müssen wir denn für den Job machen? Schauspielfähigkeit, Fitnessfähigkeit und mit dem Filmpartner anfreunden. Am Dienstag. Okay. Dann geh du erstmal rein. Fitnessfähigkeit erhöhen, Schauspielfähigkeit erhöhen. Das kriege ich ja beides hoffentlich noch hin. So, Valkyrie, du musst jetzt Libby auch mal Hallo sagen. Und die Frage ist, muss Libby vielleicht nochmal auf Toilette? Das mache ich dann am besten immer so vorne direkt am Wegesrand. Oh. Hast du Libby schon kennengelernt? Halt, du sollst Libby kennenlernen. Libby hat irgendwas.
Libby winselt. Libby muss bestimmt mal auf Toilette. So, das heißt, wir gehen jetzt mal hier vorne, da zum Hydranten. Da, das ist genau hier hin. Perfekt. Das macht der Curry mal kurz, weil Vito hat sich irgendwie schon ins Bett gepackt. Obwohl er morgen frei hat, aber gut. So, und jetzt drücke ich einfach mal herbeirufen. Auf Tier warten. Ja, perfekt. Libby kann keine Treppen steigen. Willst du mir jetzt sagen, dass Libby keine Treppen steigen kann? Oh, scheiße. Hochheben. Nika wirkte sehr stark davon aus, dass Libby keine Treppen steigen kann. Na gut, Libby ist so groß wie eine Stufe. Von daher... So, Libby, dann geh mal hier hin. Bis wir lass dich da mal absetzen. So, dann bitten wir Libby gleich mal das Geschäft zu verrichten. Bitten das Geschäft zu erledigen? Ja, du darfst auch gleich. Ich muss aber jetzt nicht irgendwie aufwischen, oder? Was ist das? Nee, das will ich gerade nicht. Wie ist mit Streicheln? Erstmal loben, dass es das Geschäft verrichtet hat. Das ist doch eine gute Idee. Bestimmt auch gerade verspielt oder so. Keine Ahnung. Das kommt jetzt erstmal wieder ins Haus rein. Aber das ist perfekt. Dadurch, dass man dann irgendwie wohl Stufen hat, sage ich jetzt mal, kann der Hund dann theoretisch nicht aus dem Haus abhauen. Oder irgendwie so. Wobei das dann auch wieder doof ist. Weil das Tier soll auch am besten das Haus, also die Umgebung so ein bisschen erforschen. Wobei bei uns halt nicht viel Umgebung ist, weil alles planiert ist. Aber gut. So, dann setzt Libby hier mal ab. Und lass jetzt mal ganz schnell auf Toilette gehen. Libby ist grün. Libby geht's gut. Ich mache alles richtig. Was macht Libby? Libby folgt uns jetzt. Und typisch Valkyria, er auf dem Klo sitzen und erstmal ein Spiel spielen. Auf dem Handy. Aber ist so typisch. Ah, Libby erforscht gerade. Ich sehe aber auch nicht, wann Libby zum Erwachsenentier wird, oder? Sehe ich nicht. Okay, dann halt nicht. Oh, ey, ich weiß auch noch nicht, wie wir diese Doodle-Musik da im Hintergrund wegkriegen. So, Libby. Libby, es ist gerade Schlafenszeit. Warum steht Vito jetzt schon auf? Ich hab Bock auf Essen. Weißt du, dass er sich nicht mal ein richtiges Frühstück macht, sondern um die Zeit sich erstmal da schön Macaroni und Käse reinballert. Libby, was ist los? Libby sieht so ein bisschen watschelig aus und könnte schon denken, dass Libby müde ist. Sieht schon lustig aus. Okay, was hat er gerade mit dem Essen gemacht? Wegteleportiert. Ach, jetzt ist er im Stehen weiter. Geht Libby jetzt schlafen?
Und warum lacht die Valkyrie die ganze Zeit da? Ist ja gruselig. Perfekt. So. Das heißt, er geht einmal ganz kurz auf die Toilette. Und wenn er dann auf Toilette war, könnte er eigentlich mal wieder einen Song produzieren, oder? Oh, wir haben Winter. Okay. Das muss wohl dann erstmal gesäubert werden. Muss ich gerade auch noch nicht machen. Du produzierst gleich erstmal einen neuen Song. Professor Hund ist schon wieder wach. Der hat nicht mal eine Stunde geschlafen. Mama. Rechnerruck. Habe ich das eben gerade schon gemacht? Ich weiß es nicht. So, jetzt hier wieder in Unterhose produziert Musik. Ja, so. Und jetzt remixen wir den Song so ein bisschen. Wir machen da jetzt große Trommeln. Vielleicht magischen Synthesizer? Ne, ich finde der magische Synthesizer passt über. Oh Gott, macht der aus. Orgel. Ne, Orgel passt auch nicht rein. Orgelstäbe. Boah. Nee. Danke. Hört sich das ohne Trommel an? Nee, die Trommel muss da rein. Das hört sich schon viel besser an. Weiß jemand, wo die Valkyrie abgeblieben ist? Ach, die ist da. Okay. Brennen wir den Song. Gnomes Paradise. Hip-Hop, lass es regnen. So. Song veröffentlichen. Was steht da zur Qualität des Songs? Wenn wir Songs spielen. Normal. Ja, gut. So, neuen Song produzieren. Mach mal Ruby Way. So, dann machen wir einen Drumcomputer. Das erinnert mich sofort an dieses eine Lied. Oh, wie heißt denn das? Gucken, was wir noch so reinmixen können. Funky Gitarre. Tiefer Synthesizer. Wenn ich jetzt noch Synthesizer so. Nee, dieses tiefe Gebrumme muss da raus. Ja, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Das hört sich wirklich sehr gut an. So, jetzt warte ich noch mal kurz, dass er die nächste Stufe kriegt. Mal gucken, was wir dann machen können.
Kann ich jetzt an der Videostand Effekte hinzufügen und Videos zusammenführen. Und kann er hier irgendwas Neues? Ah, guck mal, er kann jetzt hier noch eine große Trommel. Geil. Song brennt. Ich weiß nicht, wie ich die Dinger nennen soll, also ich lasse den Namen da immer mal stehen. Ja, du bist überschritten. Warte eine Weile, bevor du wieder neu versuchst, einen Song zu festlegen. Alles klar, okay, dann warte ich da erstmal. Kannst du dich mal kurz anziehen? Ja, zieh das dann mal an. Die sind wirklich noch nicht sehr erfolgreich. Aber ich kann hier auch nicht wirklich irgendwie mit meinen Followern oder so kommunizieren, oder? Ich kann ja hier einmal auf die Dinger da antworten. So, die Valkyrie steht gerade nur rum und macht nichts. Die hat Schmerzen. Gut. Also es ist nicht gut, aber sie hat Schmerzen. Das heißt, du solltest jetzt erstmal, du geht's soweit ja ganz gut, ne? Üb mal ein bisschen Schauspiel. Oh, was hat Hunde gemacht? Vito hat keine Ahnung was gemacht. Ich bin gerade, kümmere dich mal hier um Hundi. Erschreck den Hund. Ich mal gucken, was passiert, wenn ich den Hund erschrecke. Normalerweise sollte man Tiere eigentlich nicht erschrecken, aber... es hat nicht wirklich viel gebracht. Reden mit. Warum nicht? Quinarb, Abanoplerum Ganera. Tenebib, Mipu, Aquimba. Spolip Lamena. Jasapa Frip. Febine Macanerv. Jabini Nobe. Yadumpsa Legenzo. Fene. Rubaima. Maduro. Huh. Ah, Arogaba. Vipitev. Balafoy. Gerade erst begonnen. Okay. Okay, das ist gruselig. Der Hund hat die Dusche angeheult. Ich weiß noch, wer sowas macht. Valkyria zum Beispiel. Moment. Die Rechnung, die wir bekommen haben, beträgt 700. Och, das ist aber schon wieder so teuer, Alter. So, 700, was haben wir hier? Valkyrie steht kurz davor, als Promi in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Wenn sie nicht bald irgendwas tut, um das Interesse der Öffentlichkeit zu erwecken, wird ihr Ruhm langsam verblassen. Muss sie mal wieder was auf Simstagram posten, oder was versucht mir das Spiel hier gerade zu sagen? So, du Kollege. Ich weiß nicht, was du am besten machst. Hundi. Du möchtest einen Hund loben. Ja, mach das am besten mal. Sie hat erst begonnen. Auch noch ein bisschen. So, Hundi läuft noch durch die Gegend. Mit Loben hast du gerade nicht viel gemacht, aber gut. Post bekommen. Das heißt, wird alles im Briefkasten sein. Was steht da gerade? Hier ist jetzt seine eigene Ängste, also bewohnt dann der Haus im Haus finden, was ihn Angst macht. Okay.
Was haben wir denn hier für Post? Tatortfoto. Nee, das ist glaube ich nicht die Post, die wir bekommen haben. Nur die Rechnung haben wir bekommen, ja, dann bezahlen wir die Rechnung. So, wie weit ist die jetzt hier? Ach, auch noch bei gerade erst begonnen. Das dauert immer länger, habe ich das Gefühl. So, Rechnung bezahlt. Kann ich einen neuen Song? Nein, kann ich noch nicht. Dann, was macht Vito jetzt? Ich muss mal kurz auf seine Fähigkeiten gucken. Programmieren, Videospiele. Programmier mal wieder ein bisschen was. Mehr Auswahl. Programmieren. Programmier mal irgend so ein Plugin. Adblocker oder sowas. Das ist das einzige Plugin, was mir spontan einfällt. Wo ist mein Hund? Da. Unter dem Bett. Er versteckt sich unter dem Bett. Geil. Ich wollte mal kurz gucken. Warte mal, bevor wir beim... Ah, programmiert das Plugin. Danach können wir mal noch gucken. Meinst du, aus dem Ofen kommt was rausgesprungen, Libby? Meinst du, da kommt was? Ich glaube nicht, dass da irgendwas rauskommt. Muss keine Angst vor dem Ofen haben. Ofen kann auch nett sein. Aber der Geschirrspüler, der ist böse. Da musst du aufpassen, Libby. Warte mal, kann mich jetzt eigentlich... Ich kann hier auch noch einen neuen... Ich nehme mal dieses Yome kurz. Danach... Ich will mal kurz was ausprobieren. Abwehr-Plugin, okay. Und programmieren hat sich gehört, das ist perfekt. Hört sich auch gut an. Und je nachdem, was man da noch so alles reinmixen kann, wird das echt geil. Noch mal kurz ein Thumbnail, das wollte ich machen. So, du kümmerst dich jetzt mal wieder um Hundi. Libby? Ach, Libby ist da. Streicheln. Um Libby zu putzen und das sauber zu machen, brauche ich eine Badewanne. Ich glaube, ich muss das Badezimmer vergrößern. Guck mal ganz kurz, ob ich die Gartenzwerge verkaufen kann. So langsam nervt mich das. Verkaufen da. Wo sind die Hotkey? So, Gartenzwerge verkauft. Perfekt. Und bestimmt bringt das Unglück oder so, aber Gartenzwerge sind erstmal weg. Oh, das findet Libby aufregend. Da liegt ein Ball. Oder auch nicht. Okay, ich erwarte mal ganz kurz das Badezimmer. Damit habe ich jetzt gerade nicht irgendwie überhaupt nicht drin gedacht. So, dann müsste doch bestimmt eine Badewanne hier reinpassen. Badewanne platziere ich am besten da hinten. Vielleicht mal das so. Dusche, wenn man reinkommt. Das funktioniert. Dann mache ich die Toilette. Hier und die Badewanne dann so oder Badewanne auch vielleicht so. Eigentlich brauche ich das glaube ich gar nicht so lang. Machen wir wieder so.
Soll irgendwie eine Art Gästetoilette bleiben. Weil ich weiß jetzt immer noch nicht, ob ich auf diesem Haus aufbaue. Oder ob ich das irgendwie nochmal verändere. Boah, was ist das für eine geile Badewanne? Gab's die schon immer? Nee, das kam durch irgendein Add-on. Boah, Alter. Das ist eine geile Badewanne. Die sieht ja lustig aus. Oh, so tolle Badewanne. Aber ich muss sagen, also entgegen dieser, das was irgendwie immer viele Leute sagen, dass Männer nicht gerne Badewannen nutzen oder so, ich finde Badewannen geil. Hast du dich immer richtig schön drin entspannen. Ja, ich nehme mal so eine relativ einfache Badewanne. Von die einfachen denn an. Wanne der Wolle. Ja, irgendwie will man auch. Das Ding sieht hässlich aus. Ja, komm, nimm mal die perfekte Badewanne. Ich sage, diese Farbe hier finde ich lustig. Ich nehme die ja mal. Und zack, haben wir noch eine kleine Badewanne in der Gästetoilette. Eine Badewanne in der Gästetoilette. Wo gibt's sowas schon, ne? So, und dann sind wir auch schon wieder beim Part-Ende angelangt. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das Video so angesehen habt. Und dann rufe ich mal die schnell die Valkyria. Lol, die hat das immer noch nicht fertig. Okay, dann rufe ich die Valkyria doch noch nicht zurück. Aber ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, die dann wahrscheinlich in 2 Tagen kommen wird. 1, 2? Ja, in 2 Tagen. Oh, wow, ey, manchmal bin ich echt verrückt. So, dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als auch noch Tschüss zu sagen und dann... Auf Wiedersehen, bis dahin und bye bye!